two, three, funk it. Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mache ich mal ein etwas anderes Video, sage ich bei fast allen Videos. Aber heute mache ich mal nicht so ein FMA-Video oder Turnier-Video oder. Sondern heute mache ich mal ein Spind-Video. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und ich fange das Video, wie gesagt, hier erstmal an, wie beim letzten Video auch. Und zwar suche ich hier ein paar Sachen raus, die ich mitnehmen will, die ich schon länger mitnehmen will, aber es nie mache. Oder halt auch so Eimer, Kisten oder so, wo ich das dann alles hintun kann. Und wir wollen gleich auch zum Baumarkt fahren und ein paar Sachen holen. Genau, und ich wollte euch mal da mal mitnehmen. Let's go! So, hier haben wir das reinste Chaos. Das ist nämlich der Adventskalender vom letzten, vorletzten Jahr oder letzten Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und die ganzen Sachen, die halt drin sind oder waren, und deswegen haben wir auch noch den neuen und da nehmen wir die Sachen auch mit, wenn ich die Sachen noch nicht am Stall mit hingenommen habe, weil ein paar Sachen habe ich schon mit am Stall genommen, aber nicht alle. Und das ist gerade das reinste Chaos, also fällt es mir gerade sehr schwer, das alles zu filmen. So, dann habe ich mir noch überlegt, solche, ich weiß jetzt nicht, wie man das, Hängekiste oder so, mitzunehmen, habe ich überlegt. Denn die habe ich hier schon ganz schön lange stehen, aber habe sie noch nie benutzt. Und zwar, das sind nämlich so richtig coole, die kann man einfach an irgendeine Holzplatte oder so, keine Ahnung, kann auch irgendeine andere Platte sein, so ranhängen. Also da braucht man nichts bohren, kleben oder so. Also das ist ganz praktisch. Davon habe ich zwei. Ich kann mal schauen, ob ich noch ein paar davon finde. Weil eigentlich müssten da noch ein paar sein. Und sonst schaue ich nochmal im Keller, ob wir da noch ein paar Boxen haben. Aber wir fahren ja, wie gesagt, auch noch zum Baumarkt. Und da werden wir auch noch ganz viele Sachen finden. So, das hier ist nämlich der neue Adventskalender. Wo, ist ein bisschen kaputt hier alles. Wo die anderen Sachen noch drin sind, die ich auch nicht mitgenommen habe, zum Stall. Wie zum Beispiel so ein Kreuzpack, also so Beintapfen und solche Sachen auch. Oder hier auch, sowas für die Stiefel und einer von Turnier, so rüber zu gehen oder kann ich überall rüber gehen. Die Decken, solche Hänger, Decken, dass sie nicht so verrutschen. Oder es sind die Verschlüsse davon, ich weiß nicht ganz genau. Ja, sehr cool. Ein paar Sachen aus dem Kalender reingetan und die werde ich dann auch mitnehmen. Und was ich noch nicht gesagt habe, was ich euch sagen wollte, damit ich es später nicht vergesse. Und zwar, dass ich zum 24., also zu Weihnachten, eine Verlosung mache mit den Horstband-Sachen, ein paar, weil, wie ihr schon gehört habt, habe ich den alten Adventskalender jetzt wieder und die ganzen Sachen habe ich ja schon. Und deswegen wollte ich da ein paar Sachen verlosen, ein paar große Sachen, auch die 24. Oder da waren ja auch zum Beispiel solche Bandagen dabei und so. Die könnte ich eigentlich gar nicht behalten, weil das ist auch für großwertige Größe und ich habe einen Pony. Also passt es nicht so ganz. Also das ist natürlich alles noch frisch eingepackt und so. Also ich kann jetzt noch nicht alles sagen, weil bestimmt ändert sich noch ein paar Sachen. Und genau, damit ihr schon Bescheid wisst. So, hier wird tatsächlich was gefunden. Da war nur eine Kiste, aber eine sehr große.
Also da wird, glaube ich, sehr viel reinpassen. So, ich habe jetzt mal alles schnell in diese Kiste reingetan. Außer der Leckstein, da hatte ich Angst, dass die Kiste dann kaputt geht, weil der ist auch echt ganz schön schwer. Also habe ich es lieber gelassen, einfach daneben gestellt. Und hier noch diese, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, Hänge, keine Ahnung was, da drauf. Und genau, wir werden wahrscheinlich auch noch zu Raiffeisen fahren, um da noch ein paar Trensenaufhänger zu holen, weil ich glaube, beim Baumarkt gibt es die gar nicht. Und mal sehen, was wir dann alles noch finden. So, wir sind jetzt am Stall angekommen und ich stehe auch schon vor meinem Spind. Den mache ich jetzt gleich auch schon ready, aber ich zeige euch natürlich ein Vorher- und Nachher-Bild und nehme euch ein bisschen mit im Zeitraffer und so. Genau. Also das Erste ist das hier, wenn es überhaupt passt. Das wird in diesen Haken sein. Passt nicht? Ich habe mir überlegt, ich mache hier dieses Brett hier. Oh, ist da noch irgendwas drauf? Nee. Voll mit der Stallapotheke. Hier noch so Krimkrams. Hier habe ich ja meinen Gärtenrohr da, keine Ahnung. Genau, da habe ich nichts weggenommen. Das muss ich aber nochmal schön machen. Hier hängt ein Bügel oder liegt. Die habe ich eben noch reingetan. Und so sieht das jetzt übrigens hier aus. Ich habe da ein paar Sachen drauf gemacht als um zu schauen, ob das passt. Aber ich glaube, die Trense, die tue ich wieder dahin, wo sie eigentlich war. Nur vielleicht die Spuren, genau. Die hänge ich hier hin und das Vordergeschirr, weil das hat da irgendwie keinen Platz mehr, weil meine Weste da hängt. Und sonst kann ich ja auch noch meine Longe dahin tun oder halt Halfter oder so noch Kleinigkeiten. Genau. Alles hin, alles super sauber zu machen und so. Und ja, ich finde es richtig cool mit den Haken und alles und so. Genau, ich zeig's euch jetzt mal. So, das war jetzt mein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal etwas anderes mit dem Spind nämlich. Und ich werde es vielleicht morgen noch weiter filmen, wie ich reite, weil sonst ist es ein bisschen kurzes Video. Und genau, wahrscheinlich bis zum nächsten Video oder es geht noch weiter. Wie ich euch ja gesagt habe, will ich heute auch weiter filmen. Und ich bin hier gerade schon bei Vicky angekommen und ich kriege jetzt erstmal hier ein paar Leckerlis. Hier, das ist für dich. Ah, hier. Das war zwei. Und die Zicki kriegt auch eins. Hier, aber nicht meinen Finger mit essen. Und zum Helmut gehen wir natürlich auch noch. Und heute ist nur Bodenarbeit unserer Reitstunde, weil wir Helmut, der steht hier. So, ich tue das einfach mal in seinem Tuch hier. Hat er es bemerkt? Ich weiß es nicht. Und deswegen brauche ich eigentlich nur einen Halfter und einen Strick, weil es ist ja jetzt Weihnachtszeit und wir müssen dann auch. Das ist also sehr cool. Also kann ich noch ein bisschen warten, bis ich sie fertig mache. Weil ich muss sie eigentlich nur putzen. Und, oh, was hast du denn hier gemacht? Ich wollte euch das jetzt nochmal mein Spind im wahren Licht zeigen. Genau. So, wenn man jetzt hier so reinkommt, oh, ich habe immer noch Blitz an, aber egal. Dann macht man halt hier so auf. Das ist voll cool. Habe ich hier einmal meine Putztasche. Dann hier meine Schabracken. Mein Fell habe ich hier und dieses Gummiteil. Oh, hier sind ja noch mehr Leckerlis. Egal. Und hier ist diese coole Leckerli-Box, wo Vicky draufsteht. Die ist, oh, sehr cool. Kann einfach mal rausholen. Dann habe ich hier Süßigkeiten und Wasser.
Und dann haben wir hier meinen Helm drin. Und hier meine Handschuhe. Hier ist so ein Mikrofasertuch, wenn Niki mal sehr heftig schwitzt und ich sie nicht abschwitzen lassen kann. Dann haben wir hier eine sehr schwere Box mit Shampoo, Bandbürste, Schere, noch mehr Shampoo. Hier ist dieses Haarwurzel-Liquid, weil die hat am Schweif sich alles aufgescheuert. Dann hier noch so ein Schwamm. Hier halt, das habe ich euch auch noch schon am Anfang gesagt, für die Stiefel sowas. Also sowas alles. Und hier noch mehr Shampoo. Genau. Und hier sind auch zum Beispiel, wie gesagt, Turniersachen auch so. Hier Startnummern, kreuz und quer drin. Genau, und Man-Gummis auch und sowas. Also es ist halt einfach irgendwie alles gemischt, Steilapotheke und so. Genau. Dann habe ich halt hier diesen, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber da würde ich meine Gamaschen und Bandagen dran machen. Aber meine Bandagen habe ich jetzt nicht hier. Also es ist egal. Dann haben wir auf der Seite Müll, das tue ich noch weg. Alles Gute. Dann hier Stiefel. Das muss ich auch noch mal ein bisschen ordentlicher machen. Dann hier meine Trense, meine Weste. Hier meine Sporen, mein Vollgeschirr, meine Longe. Hier unten haben wir noch irgend so ein Krimskram. Hier sind ein paar Schale und so. Da ist ein Mülleimer. Hier ist eine Abschutzdecke, meine Transportgamaschen. Und hier ist auch noch so eine Kiste mit, ich weiß auch nicht, das machen wir nicht. Und hier sind halt mein Sattel, einmal mein Springsattel und mein Dressursattel. Und ja, fragt mich, warum ich meinen Dressursattel nicht mit dem Schutz habe. Egal. Und ja, ich finde diese hier auch voll cool, die man hier einfach so rantun kann. Da habe ich gerade meine Steckmühle drin. Und da hatte ich eben noch irgendwas drin, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das habe ich schon rausgetan. Genau, wie findet ihr den? Schreibt mal in die Kommentare. Von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Genau. So, ich habe hier jetzt fertig geputzt. Also, und ihren Schweif habe ich am meisten gemacht. Ich habe jetzt einfach Manspray reingemacht und nochmal richtig durchgekämmt. Und man sieht, er ist braun. Und hier habe ich halt auch noch dieses Wurzelteil drauf gemacht, weil hier sieht man auch, dass sie sich das alles abgeschubbert hat. Aber es ist voll gut geworden eigentlich, weil vorher war das richtig schlimm. Dann habe ich auch noch gemacht, vorausgekratzt, muss ich noch fegen. Und dann kann ich in der Halle. Die bauen da gerade schon alles auf. So. Und da ist auch Musik, aber mitfilmen kann ich nicht. So, ich drehe das Ende mal wieder zu Hause, weil ich es dauernd vergesse. Aber es ist nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut beim nächsten Video auf jeden Fall vorbei. Und checkt Insta ab. Hier zeige ich euch das nochmal. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr meinen Spind findet. Und das war's. Ciao.